So, liebe Investorinnen, liebe Investoren, wir sind jetzt in Camp de Mar. Wir schauen uns unseres drittes als auch viertes Projekt an. Camp de Mar ist nahe Andratx. Niklas, du bist Experte auf der Insel. Was zeichnet Andratx aus? Ja, also wir sind in der Region Andratx, der Naturhafen von Andratx, der größte Naturhafen und schönste auch hier auf Mallorca ist. Um die Ecke, 5 Minuten mit dem Auto. Ja, hier in Camp de Mar sind wir ein bisschen näher an Palma dran. Das lieben viele Leute und wir haben halt in der Umgebung super viele sehr wohlhabende Familien. 200 Meter von hier hat die Familie Porsche in erster Meereslinie vor ein, zwei Jahren für 25 Millionen Euro eine Villa gekauft. Das heißt, wir haben nicht nur sehr schönes Ambiente hier, sondern wir haben auch eine sehr, sehr gute Gegend, in der wir uns aufhalten. Christian, du bist auf der Insel geboren. Hast du viel Zeit in Andratx damals verbracht und wenn ja, wieso? Tatsächlich habe ich nicht viel Zeit in Andratx verbracht. Also normal, wenn man aus Palma kommt, dann ist man eigentlich eher in Palma und nicht dann in Andratx. Deswegen finde ich auch super interessant, Camp de Mar ist nicht ganz so weit weg wie Andratx. Deswegen, wenn man wirklich ein bisschen mehr Ruhe haben möchte, tollen Meerblick und dann halt auch gerade im Sommer nicht so viel Tourismus, ist Camp de Mar eigentlich prädestiniert, weil man im Endeffekt relativ schnell in Palma ist, aber halt auch diese Ruhe genießen kann. Klasse. Das ist unsere dritte und vierte Entwicklung zusammen. Die anderen zwei haben wir uns bereits angeschaut. Aurora One. Ich muss sagen, als ich das erste Mal das Projekt gesehen habe, war ich davon nicht überzeugt. Warum nicht? Die Bilder waren nicht schön aufbereitet vom Verkäufer, der das Grundstück verkauft hat. Es kamen keine richtigen Feelings rüber. Und wenn ich heute hier stehe, muss ich sagen, dass ich, und ich hätte nie geglaubt, dass ich das sagen werde, aber es ist mit die beeindruckendste Entwicklung, die wir zusammen gemacht haben. Ja. Es ist definitiv ein traumhafter Ausblick. Und wenn ich heute hier stehe und auch überlege, wenn das Haus fertig gebaut ist, in der Siedlung, in der sich es befindet, wird das einfach ein Hingucker sein. Ja. Zahlen zum Haus, Niklas. Wie viel Schlafzimmer, wie viel Badezimmer und wie groß ist es? Genau. Also wir haben hier Aurora One, das Grundstück, hier linksseitig von mir. Da drüben ist dann das neue Projekt Solara One für die Zukunft. Wir haben 4 Schlafzimmer, 4 Bäder. Das ist auf Mallorca das, was die Kunden suchen. Also vergleichbar mit Blanes One und auch Nova One. Ja, Grundstücksflächen sind bei beiden ca. 1100 Quadratmeter und Wohnflächen inklusive Lagerraum, Keller sind 540 Quadratmeter. So, wir haben 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, vergleichbar zu Blanes One. Der Preis ist aber ein ganz anderer, lieber Christian. Das ist so. Woher kommt der Unterschied und für welchen Preis glauben wir es verkaufen zu können? Also wir gehen hier tatsächlich von einem Verkaufspreis von knapp 8,5 Millionen Euro aus. Jetzt, 2024, wenn wir jetzt natürlich überlegen, 2 Jahre weiter, kann der Preis natürlich auch nochmal entsprechend gestiegen sein. Und klar, wenn man das jetzt mit Blanes One vergleicht, da hatten wir jetzt 3,9 Millionen, ist natürlich im Endeffekt die Zone Andratx einfach die absolute Top-Region. Camp de Mar gehört dazu und wir haben hier natürlich den absoluten Top-Mehrblick und das macht natürlich dann den Preisunterschied aus. Wenn wir uns die zwei Projekte anschauen, was glaubt ihr, wann diese fertiggestellt werden? Also wir haben wie bei allen Projekten mit einer Laufzeit von insgesamt 24 Monaten kalkuliert. Und wir haben jetzt bei Aurora One tatsächlich schon gestartet. Wie wir gleich schön sehen werden, die Erdarbeiten sind abgeschlossen. Und das Gleiche werden wir dann, wenn wir jetzt Solara One durchfinanzieren, dann auch dort mit 24 Monaten kalkuliert. Wir haben zusammen Blanes One finanziert, erfolgreich verkauft. Überperformance dargestellt. Nova One, erfolgreich finanziert, sehr, sehr schnell finanziert. Das Ganze ist auch im Bau befindlich. Aurora One ist bereits auch schon im Bau, wurde auch sehr schnell finanziert und auch überplatziert. Und jetzt haben Sie die Chance, beim vierten Projekt entweder wieder oder erstmals mit dabei zu sein und Teil unseres Track Records von Mallorca zu werden. Wollen wir uns unten das Projekt anschauen? Ja, gerne. So, jetzt stehen wir unten. In welchem Teil befinden wir uns? Also wir sind hier jetzt tatsächlich auf der Ebene des Kellers und wie man halt hier sehr schön hinter uns sehen kann, hat man vor dieser Ebene schon einen ultimativen Meerblick. Und man kann sich ganz gut vorstellen, wenn wir jetzt vielleicht auch einmal hier nebenan gucken, das EG und OG werden ungefähr auf der Höhe dann von diesem Objekt sein und wir werden dann natürlich einen absoluten Top-Meerblick haben. Das Objekt wurde verkauft in 2020 für 6,5 Millionen Euro? Ungefähr. Und seither sind die Preise wie gestiegen? Im Durchschnitt im Jahr zwischen 10% und 15% bei Neubauimmobilien. Deshalb kann man sich das ganz gut ausrechnen, dass wir im Endeffekt bei einem Preis von knapp 8,5 Millionen landen. Und das ist auch realistisch. Ja. Beim Verkauf? Beim Verkauf. Stand heute? Stand heute. Was in 2 Jahren passieren wird, werden wir sehen. Genau. Ja, interessant. Wenn wir uns jetzt einmal hier anschauen auf das und auf die zwei Objekte schauen, dann haben wir rechts Aurora One
vor 3 Monaten fertig finanziert, im Bau befindlich. Links SolaraOne. SolaraOne, was glaubst du, wird am Ende das bessere Projekt werden? Oder ist es für dich ein Projekt? Also für uns ist es tatsächlich ein Projekt und wir glauben auch, dass dadurch, dass wir 2 ähnliche Projekte, also sie ähneln sich, sind aber nicht identisch. Wir werden aber mit dem Interior Design schon schauen, dass wir dann im Endeffekt ein Konzept haben. Und dadurch denken wir, dass da werden beide Willen von profitieren. Und deswegen sehen wir das Ganze als ein Projekt. Was sind denn die großen Vorteile, wenn ich 2 Projekte nebeneinander mache? Also man kann ja schon ganz gut hinter uns sehen, wir haben den Baukran. Der Baukran ist nicht ganz günstig. Wir brauchen in dem Falle natürlich nur den einen. Und genauso geht es halt mit Materialeinkäufen, Sonderrabatte. Im Endeffekt kann man dadurch natürlich viel Geld einsparen, wenn man 2 Projekte direkt nebeneinander macht. Werden die Projekte zur gleichen Zeit fertiggestellt werden oder im kleinen Zeitverzug? Wir haben hier natürlich einen kleinen Zeitverzug, weil wir können ja sehen, AuroraOne, da sind wir schon gestartet, die Erdarbeiten sind abgeschlossen. Und wenn wir jetzt tatsächlich dann mit SolaraOne starten, dann werden wir ungefähr 3-4 Monate dazwischen liegen haben. Ja. Von den 4,5 Millionen Euro, die für Solara eingesammelt werden und finanziert werden, wie viel geht dafür in den Bau? Wie teuer war das Grundstück? Und wenn wir das im Vergleich zu AuroraOne setzen? Also die 2 sind wie gesagt sehr ähnlich. Wenn wir das jetzt mal mit BlanisOne vergleichen, da liegen wir hier natürlich fast beim dreifachen Grundstückspreis. Und das macht den großen Unterschied. Also wir liegen hier bei 1,9 Millionen bei beiden Grundstücken. Aber tatsächlich, ganz wichtig, das erste, was wir gekauft haben, AuroraOne, wurde für 1,9 Millionen angeboten. Und wir haben es für 1,9 Millionen gekauft. Ja. Weil es eine exklusive Lage ist und auch wenig Verhandlungsspielraum da ist. Bei SolaraOne hatten wir das große Glück, dass es der gleiche Eigentümer ist. Und was haben wir runtergehandelt da? Da sind wir insgesamt 100.000 Euro runtergegangen, also es waren 2 Millionen und wir haben es auch für 1,9 Millionen bekommen. Dadurch können wir auch wirklich exakt gleich bei beiden Projekten kalkulieren, was dann die Baukosten und die gesamten Herstellungskosten angeht. Das heißt, von den 4,5 Millionen Euro haben wir knapp 2 Millionen für das Grundstück, der Rest ist für die Baukosten. Genau. Wie gehen wir mit der IVA um, mit der Mehrwertsteuer? Also wir haben hier das große Glück, dass der Verkäufer eine Gesellschaft ist. Deswegen müssen wir natürlich erstmal die Mehrwertsteuer bezahlen, können uns diese aber wieder zurückholen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das signifikant ist bei knapp 5 Millionen Euro, 500.000 Euro. Weil bei einem Privatverkäufer hat man eine andere Steuer, ITP heißt die, und die kann man sich nicht zurückholen. Deswegen da hat man dann knapp 10-12%, die man halt verliert. Und in diesem Fall haben wir das nicht. Welche Chancen siehst du bei AuroraOne und SolaraOne? Und welche Risiken entstehen? Chancen sind ganz klar, dass wir momentan in Kamtema einen deutlichen Überhang an Nachfrage haben zum Neubauangebot. Wenn sich das in 2 Jahren so weiterentwickelt, dann sehen wir es realistisch, dass beide Projekte gleichwertig zum gleichen Zeitpunkt auch verkauft werden. Weil momentan ist es bei unserer Due Diligence so, dass man aktuell in Kamtema kaum Neubauprojekte findet, weil die Grundstücke rar werden. Also wir sind sehr begrenzt im Bauland und die Nachfrage ist hoch. Daher gehen wir davon aus, dass das beides realistisch ist, schnell zu verkaufen. Und als Anleger, was sind die 2 oder 3 größten Risiken, die wir hier haben bei dem Projekt? Also Risiken haben wir in dem Sinne bautechnisch eigentlich keine, weil wir haben tatsächlich alles geprüft, was sehr gut ist. Bei AuroraOne haben wir jetzt die Erdarbeiten schon abgeschlossen. Dadurch wissen wir, dass bei SolaraOne im Grunde genommen die Beschaffenheit der Erde die gleiche sein wird. Das heißt, da werden wir keine Risiken haben. Und grundsätzlich, klar, gibt es möglicherweise Risiken, dass sich der Markt hier generell auf der Insel anders entwickelt, was noch nie passiert ist. Ja, also historisch gesehen haben wir das noch nie gehabt. Deswegen sind wir eigentlich sehr positiv gestimmt und aus diesem Grund investieren wir ja auch selbst in alle Projekte und stehen immer voll hinter den Projekten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch unsere Mentalität als Firma zusammen, dass egal was wir tun, wir immer selber mit investieren, weil nur dann ist man auch wirklich gefangen in dem Projekt. Und das auch an alle Anleger nochmal. Für jedes Projekt, das was finanziert wird, wir nicht nur selber mit dabei sind als Gesellschaft, das Risiko als Gesellschaft ertragen, aber insbesondere auch das eigene Kapital mit investieren, um einfach Interessensgleichheit zu schaffen. Genau. Ja. Ob der Markt sich positiv entwickelt oder negativ entwickelt, das weiß man nie. Nee. Ganz, ganz wichtig ist aber auch zu verstehen, dass mittlerweile Mallorca nicht nur für die Europäer interessant ist, aber insbesondere auch für die Amerikaner. Ja. Wir haben heute Direktflüge aus New York und Miami, glaube ich. Aktuell gibt es Direktflüge aus New York seit 2 Jahren schon. Geplant sind Direktflüge nach Miami auch, Mallorca, Miami oder auch an die Ostküste nach San Francisco oder L.A. Ja. Gelesen habe ich jetzt auch schon von Direktflügen nach China. Ja.
schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber definitiv ist es so, dass die amerikanischen Kunden, US-Tech-Milliardäre wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, jedes Jahr im Sommer hierher kommen mit ihren Mega-Yachten und den Markt natürlich noch nach oben treiben, weil wenn die hier sind, kommen alle anderen auch. Sehr gut. Ich glaube, zusammenfassend, das Letzte, was ich nur mitgeben möchte den Anlegern, ist das, was ich auch schon eingangs erwähnt habe. Es ist ein Grundstück, was man, wenn man nicht selber hier war, ich glaube, sehr unterschätzt. Es ist ein traumhafter Ausblick, wie wir sehen können. Es ist ruhig gelegen. Und wenn ich mir das heute so anschaue, dann bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das Projekt ein großer Erfolg wird, die Finanzierung bis Ende Juli abgeschlossen wird und wir dann direkt in den Bau gehen und innerhalb der nächsten 24 bis 30 Monate das Projekt abwickeln. Ich freue mich auf Ihre Beteiligung. Ich weiß, es wird sehr schnell gehen. Wir werden Ende Juli voll platziert, sehr wahrscheinlich überplatziert sein bei diesem wirklich hervorragenden Projekt. Die Renditen sehen Sie auch nochmal eingeblendet für die verschiedenen Tranchen, die wir haben. Wenn Sie Fragen hierzu haben, jederzeit können Sie sich gerne bei uns melden per E-Mail. Wir sind jederzeit für Sie verfügbar da, entweder digital oder auf der Insel. Ich freue mich auf Ihr Commitment. Danke. Dankeschön.